Jus, Satz, musst du eine Pflege wie ein kleines Kind. Füttere Wäsche, wiegele netten. Kennt auch nichts mehr schwätze, ne? Jetzt hätte sich schon überlegt, künstlicher Darmausgang zu legen. Hahn und Darm. Ne? Weil, sagt's, die Plastikbeutel zu wechseln, ist halt nicht so eine Sauerei wie immer das mit den ganzen Windeln. Ne? Dann sagt's noch, jo, jetzt esse ich noch ein Stück Kuchen. Dann geh ich wieder heim. Ne? Sagt's, was will ich denn machen? Dann sagt's noch, Heinz, ich kann's als manchmal nicht mehr sehen und hören. Heut Mittag wäre ihr Schwester bei ihm. Ne? Dann sagt's noch, Heinz, ich will bestimmt nichts Schlechtes für der Richard. Ne? Aber sagt's, manchmal wär's besser. Sagt's, wenn ich dir erzähle, was ich als Deutsch mache, sagt's, da drehst du dich im Grab rum. Jo, es hat gesagt, das wäre Sauerkirsche. Ne, sagt's Maria noch, sagt's, ich habe gerade neulich zu meiner Schwester gesagt, Marianne, ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr. Ne, die Schwester gesagt, ja, ich gebe ihr du das mit der Sterbehilfe. Ne, sagt's Maria, du hast zu Marianne gesagt, awei, aber. Sagt's, wenn du dich anschließend um den Richard kümmerst. Ne, sagt's noch, wie hat's gesagt? Ich bin immer auf das Leben nach dem Tode gespannt. Also wenn der Richard mal tot wäre. Ich habe mir auch schon mal überlegt, was wäre, wenn mit dem Hilde was wäre. Ne? Wenn sich das Bein bricht oder alle zwei. Ne? Müsste ich halt eben aufräumen, abstarben, ne? Putzen. Wäsche, Kochen, Bichle, ne? Gebt man sich vor wie so eine Hausfrau. Wie so ein Depp. Ne, sagt's Maria noch, sagt's, wie sie damals die Tochter von Neubauersch auf dem Zebrastreifen tödlich überfahren. Sagt's, das war ja auch furchtbar. Ne? Sagt's, sowas ist schon schlimm. Ne? Sagt's, sowas gönnt man ja niemand. Ne? Aber sagt's, da wird man im Laufe der Zeit damit fertig. Ne? Da sagt man sich irgendwann, es Nathalie kommt halt nicht mehr. Ne? Aber, wie hat's gesagt, in der Zeit heilen die Wunden. Aber sagt sich Han das Elend jede da vor Aue. Sagt's, und du weißt, der Richard ist zäh. Und es sagt's noch, jo, ich froh ist, Hilde, ob na Sauerkirsche wolle. Tja, was will man in so Situationen aber auch sagen, ne? Wollt mich jetzt Maria Gege über in der Sache nicht äußere, ne? Ist er halt kein Sauerkirsche.
Da auf der Kommunion ist ja auch eine dunkelhäutige. Also kenne ich ja. So, dunkle Haut, ne? So braun, also dunkles Braun. Wie soll ich denn sagen? So, wir haben immer die eine Sorte Nussschokolade. Halbbitter. Und so ein dunkles Braun. Also ohne die Nüssen. Ihr Mann ist normal. Ich habe zum Roswitha schon gesagt, Herr Samo, ist das eine Mulatte? Ne, Satz, ach was, Satz, das ist eine Cousine vom Horst. Die hätte in Koblenz ein Sonnenstudio. Unser einer, Sie wahrscheinlich auch, passt auf, dass man nicht aussieht wie ein Neger. Ne? Und die tun das regelrecht provozieren. Ne? Ja. Am Stammtisch ist einer, das heißt in letzter Zeit kommt er nämlich so oft, der Krämer-Dieter, der hat jetzt Negerin. Ja, also nicht gewonnen. Kauf. Ne? Ich weiß nicht wo. Irgendwo da unten auf dem Schwarzmarkt. Er hatte aber noch vor der Mehrwertsteuererhöhung. Ah ja Gott, herrsche überall von billig und günstig und Schnäppchen. Kriegst noch was dazu geschenkt? Ne? Eine Uhr oder wer ist der Teufel was? Ne? Ne, sah die Frau vom Malda Manfred, sah sie ihm Dieter, sei Schwarzes, wer ein, wie hat sie gesagt? Nicht Schnäppchen. Flittchen. Jo, er hätte ein paar Monate ohne Urlaub gemacht. Stell dir mal vor, fahrst du den Urlaub zum Erholen und bringst eine Frau mit ihm. Das ist doch, wie sagt man da, ein Tropfen auf den heißen Stein, oder ich weiß es nicht. Ne? Ich habe am Stammtisch schon zum Dieter gesagt, heißer Samu, wenn es im Schlafzimmer dunkel ist, die findest du ja gar nicht. Sah der Erich, sah der doch, sah der, wenn der Dieter die Hose auszieht, muss die lachen.
mal lacht. Der Dieter sagt, das wäre alles gar nicht so einfach. Sagt er, die fängt jetzt an, unsere Sprache zu lernen. Sagt er, wo hätte ich denn das gedenkt? Die zusammenhängt jetzt doch so allmählich. Der Führerschein will sie machen. Und lauter so Zeug. Sagt er, und das geht ja alles zu Laste vom Haushalt. Sagt er, wenn die jetzt anfängt, da einer auf Frau zu machen. Neulich hätte sie ihm, mit Händen und Füßen zu verstehen gegeben, sie wäre nicht nur da zum Putzen. Und die Pflichte, sagte Dieter, da habe ich zu der gesagt, sagte, sie hat sie nicht verstanden. Sagte, da habe ich zu der gesagt, Fräuleinchen, wo du herkommst, hast du überhaupt keine Rechte. Sagte, und hier hast du aber auch Pflichte. Sagt er, da holt man es aus dem Urwald. Ne? In die zivile Bevölkerung. Ne? Sagt er, und wenn ich ein bisschen laut bin, fangen sie an zu heilen. Ne? Sagt er, und dann bin ich immer gutes Mann. Ne? Aber sagt er, das weiß die ganz genau. Weißt du, so nur dem Motto, der Moor hat seine Schuld erkannt. Der Moor kann gehen. So, dann gehe ich mal, sonst fange die wirklich noch ohne mich an zu essen. Heute Abend gibt es Buffet. Ne? Oh ja, heute Mittag hat man die Teller hingestellt kriegt, mit dem Essen. Ne? Und heute Abend muss man sich die Teller halt holen ohne Essen. Ne? Jo, das Roswitha hat schon gesagt, sagt Heinz. Ihr könnt euch halt oben ruhig ein bisschen Essen mit heimnehmen, weil es bleibt ja doch immer so viel übrig. Ne? Irgendwo der Pappendeckel Teller stehen und Frischhaltefolie. Ne? Sie haben ja bestimmt auch schon einmal versucht, mit Frischhaltefolie. Es geht nicht! Kannst du anschließend den Blutdruck an der Tankstelle messen oder so? Ich vermute, dass die Frischhaltefolie einen Nervarzt davon hat, dem seine Praxis schlecht gegangen ist. Gut, dann hoffentlich ist heute Abend das Bier kälter wie heute Mittag der Kaffee. So, für heute haben wir genug gegessen. Können wir anfangen mit dem Trinken. Ich habe zum Hilde schon gesagt, wir müssen mit dem Essen aufpassen, dass sich das rendiert.